Hallo, ich zeige euch heute, wie man Slush-Eis macht. Dafür braucht ihr 200 Gramm Eiswürfel, 60 Gramm Wasser, am besten kaltes, und 40 Gramm Sirup, am besten auch kalt. Jetzt kommen erstmal die Eiswürfel rein. Dann Sirup, ich habe Cola-Sirup genommen. Und Wasser. Jetzt 15 Sekunden lang auf Stufe 7 zerkleinern. Jetzt umfüllen. Und da habt ihr Slush-Eis. Jetzt die gleiche Zubereitung, nur habe ich jetzt Zitronensirup genommen. Vielleicht ein bisschen besser dann.